Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play EVE Online. Ich muss jetzt erstmal kurz noch meine Skills schauen. Die für die Vorton-Projektoren, für die Stormbreaker? Nee, Stormbringer heißt die, glaube ich, ne? Ja, der ist noch nicht so weit, das dauert noch ein paar Tage. Aber ich habe in der Zwischenzeit mal etwas rumgehorcht, rumgeforscht und rumgelesen. Und ein netter Mensch war so gut und hat mir verraten, in welchem System man denn die größten Chancen hat, den Raum der Triglavien zu betreten. Habe ich es noch hier drin? Muss mal gucken, ob es das war. Nee, das hieß anders. Das war in der Singleson Region. Auf jeden Fall hat er mir verraten, dass man da über Wurmlöcher eine Verbindung in das Triglavien-System bekommt. Und dem ist auch so gewesen. Ich habe mich in ein Schiff geschmissen mit Werfern. Beziehungsweise das Schiff, was ich dafür ja kurzzeitig ausgestattet hatte. Im Stream war das. Das war dieses hier. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich habe nämlich per Zufall was entdeckt, was ich noch gar nicht kannte. Eine Banalität, aber ich war so erstaunt. Ich muss euch das gleich mal zeigen. Ach, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war mit B. Borofein oder so. Bo. Buff. Auf jeden Fall war es in der Region Singleson. Also meine Vermutung war nicht ganz falsch, dass man diese Zutritte in der Nähe von System findet, die an das System der Triglavien angrenzen. Ich muss hier nur noch mal gucken. Der Grund, warum ich so verbissen auch bin, in dieses System zu kommen, hängt mit dem Planet Management zusammen tatsächlich. Denn in dem System Igne Baner, oder wie das heißt, da liegt eine meiner Stationen auf einem Plasmaplaneten, wo ich angereichertes Uranium herstelle. Sehr unvorteilhaft. Das war hier irgendwo, das war ein paar Sprünge nur weg. Das war gar nicht so weit. Du Annes? Balle? Balle? Das kann sein, dass es Botane war. Gibt es irgendwo ein Logbuch, in dem ich sehen kann, wie ich gesprungen bin in den letzten Wochen? Ich hätte mir das notieren sollen, ich Dussel. Anscheinend nicht. Sehr unvorteilhaft. Kann sein, dass es Botane war. Mal gucken, mal, ob das. Gehört das zum. Nee, das ist Cove, Dingenskirchen. Botane.
Ach so, ich habe diese Konstellation noch an. Auf jeden Fall überlege ich halt, welches Schiff ich nehme, um da mal reinzufliegen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt wirklich da in dem Fall mein wertvollstes Schiff nehmen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe auch keinen Gegenstand da gelassen, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall war es das hier. Das waren nur 4 oder 5 Sprünge. Und das war ein System 04, meine ich. Dakani. Gar nicht so einfach. Aber ich war drin und konnte mich ganz kurz umschauen, als ich noch getarnt war. Und dann war da aber ein Navy bla 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 Schiff und ich musste mich zurückziehen, weil ich es nämlich sonst sofort hingealbert gewesen wäre. Das hätte keinen Sinn gemacht. Ich bin dann halt einfach wieder durch das Wurmloch durch. Man kann doch bestimmt irgendwie die Routenverfolgung einmachen oder so. Nee, das werde ich so schnell nicht wiederfinden, aber ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mich daran erinnere wieder. Das war nicht weit weg. Leise machen. So. Ja. Auf jeden Fall gehen wir hier nochmal raus. Ich finde es jetzt wirklich nicht. Es kann sein, dass das Botane war, von dem aus ich diese Wurmlöcher finden kann. Also die treten wohl unterschiedlich auf, aber es gibt wohl in Botane oder wie auch immer das System hieß, wohl die Wahrscheinlichkeit, die ist da wohl höher, dass diese Wurmlöcher entstehen, die man aufspüren kann, um dann in den Triglevien-Raum zu gehen. Diese Filamente oder wie die Dinger hießen. Moment, Erkundung.
Triglavian Raum. Die Teile gibt es nur im Triglavian Raum. Die kriegt man auf dem Markt noch gar nicht. Ich habe sie zumindest nicht entdeckt, die Zeit jetzt, wo ich hier war. Und genauso diese Auswärtsfilamente, mit denen man wieder zurückkommt. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Oh doch, hier kann man... Also wenn man das hier so mal immer mal wieder durchliest, dann ist es nicht auf diese Systeme beschränkt, sondern dann sind es wirklich auch Systeme, die mal besetzt waren von den Triglavian. Und so wie dieses hier zum Beispiel, Stu ist ja auch mal besetzt gewesen, zwar nicht lange, aber sie waren halt mal hier. Und Araron war ja ziemlich lange besetzt. Das war ja sogar schon eine Stufe höher. Das war nicht überfallen worden, sondern das war ja wirklich besetzt. Mal gucken, wie es hier aussieht. Es gibt ja bestimmte Codes, wie Barbecue oder BBQ, nicht Barbecue. BBQ hat dieses, das hat ZNY, CNY. Die haben ja immer bestimmte Bedeutung, meine ich. Da gibt es, glaube ich, auch Listen drüber. Da müsste ich nochmal nachschauen. So, wir düsen aber mal nach Araron. Und schauen da mal nach, wie das mit den Toren da aussieht. Dieses Schiff ist vollkommen ungeeignet für diese Mission. Also ich werde jetzt nicht unbedingt durch das Tor düsen, wenn ich eins finden sollte. Wenn man Tore findet oder Sprung oder Wurmlöcher, dann steht dort beschrieben, dass diese Wurmlöcher höchstwahrscheinlich in den Triglavian-Raum reichen oder führen. Also das ist schon ein Vorteil. So, ich habe das dann wieder so gemacht. Ich habe mich wieder in das System begeben, was ich haben will, und bin dann in die Nähe des Sterns geworbt. Aber hier ist doch das, könnte was sein. Drohnenmontage, die sollen wir im Moment wohl nicht benutzen irgendwie. Kosmische Signaturen. Wir können ja mal ein bisschen rumfummeln heute. Es sah auf jeden Fall sehr komisch auf der anderen Seite aus. Es gab, so wenn ich das richtig in der Eile gesehen hatte, gab es keine Asteroidengürtel. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Und springen konnte man halt zwischen den untereinander verbundenen System. Und jetzt sehen wir kurz, was ich noch zeigen wollte. Und zwar dieses furchtbar saubere Schiff. Ich hatte ja dieses Ding ausgestattet und hatte dann in der Zeit Offcam, wo ich noch ein bisschen gespielt hatte, ein bisschen mit Skins geschaut und hier mit Simulationen, und habe diesen Knopf hier entdeckt, Schiff säubern. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich da irgendwas von meinen Einstellungen resette, die ich in der Simulation mache. Und plötzlich hatte ich dieses wahnsinnig saubere Schiff und habe das bei dem Orca dann auch nochmal gemacht und war sehr erstaunt, wie sauber der war. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Die werden sicherlich wieder dreckig werden, nehme ich mal an. Ich fand das nur, ich musste richtig lachen, weil ich war so überrascht. Ich wusste das gar nicht, dass man die abkärchern kann, so ungefähr. Aber ich denke mal, die müssen dreckig sein. Der Weltraum ist dreckig. Wir wollten Sonden schicken. Und zwar so. Ein bisschen klein. Achso, geht. Wir müssen erstmal starten.
ne? Hier funktioniert jetzt aber was nicht. Habe ich das falsch genommen? Nee, das ist doch richtig. Oh. Wo wollen wir das haben? Danke auch nochmal für den Tipp. Komme ich gleich drauf. Ich will nur einmal analysieren. Danke nochmal für den Tipp der besseren Orientierung beim Sondieren. Zeige ich gleich mal. Das war ein sehr richtig guter Tipp. Also, wir wollen dahin. Wir gehen mal darauf. Zentrieren mit Doppelklicken. Dann gehen wir auf die Draufsicht. Und dann kann man das hier sehr gut justieren. Und dann auf die Seitenansicht. So, dann machen wir das Ganze normal. So, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt gehe ich wieder auf die Draufsicht. Nähere mich mal diesem hier. Nehmen wir mal die Seitenansicht. Gehen wir nochmal ein bisschen runter. Das passt ungefähr. Und dann analysieren wir wieder. Also der Tipp war sehr gut. Wurmloch, so. Ah. Also dem Wurmloch werden wir uns jetzt mal widmen. Jetzt mal wieder so. So. Gehen wir mal ein bisschen runter. Mal schauen, was bei dem Wurm noch bei rauskommt. Ich will es mir mal durchlesen. Da steht noch nichts weiter. Also man kann Glück haben. Vielleicht, so vermute ich das jetzt einfach mal. Das, was ich am Anfang auch schon mal gesagt hatte, alle naheliegenden Systeme am Triglavian-System haben wahrscheinlich die das ist wahrscheinlich die Chance am größten, dass das in den Triglavian-Raum führt. Wir fliegen da mal hin. Ich hole meine Sonden mal zurück. Nur mal die Information einholen. Ich will jetzt nicht durchfliegen. Weil das Schiff ist einfach nicht geeignet dafür. Ich weiß auch noch nicht, welches Schiff ich nehmen soll dafür. Größeres auf jeden Fall. Mit Panzerung ordentlich und... Im Moment ist es auch so, mich greifen halt die Leute von Edencom an. Und ja, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, die mich zu verteidigen, dann steigt natürlich mein Ansehen bei den Triglavian, ne? Das führt in unerforschte Bereiche. Also das ist jetzt kein Wurmloch, was zum Beispiel in den Triglavian-Raum führt. Das würde da stehen. Also da wäre schon ein Hinweis. Auf die Triglavian. Immer hier hin. Mal gleich nochmal einen Scan. Sind auch schon wieder gleich 20 Minuten rum. Aber ich wollte es noch einmal ein bisschen üben mit diesem neuen
Scan, was ich da, der Tipp im Kommentar war sehr gut halt. Das geht wirklich viel schneller damit. Gerade mit dem Zentrieren der Anomalie und solche Geschichten. So, das ist das Tor. Wir fliegen mal ein bisschen weiter. Oder irgendwo anders hin. Ich bin sehr gespannt. Der sah sehr komisch aus, dieser Raum. Also, man hatte schon erkannt, um das Wurmloch rum waren Trümmer auf der Seite, wo ich jetzt bin. Das war mir aufgefallen. Da waren Trümmer von Triglavian-Schiffen und so. Große Trümmer auch von Strukturen irgendwie. Und da habe ich schon gewusst, das ist das Richtige wohl. So, jetzt schmeißen wir noch mal unsere Scanmaschine an. Das jetzt einfach erstmal hier so. So. Nö. Komisch. Eben noch, das ist jetzt wohl weg. Schade. Dann holen wir die Sonne mal wieder. Dann lassen wir es heute mal dabei. So, ich werde jetzt hier, ich werde jetzt mal wieder zur Station zurück. Ich werde jetzt noch mein normales Kram machen. Ich werde jetzt mein Planet Management einstellen. Ich habe jetzt angefangen, wieder alle zu nutzen noch. Ich habe die anderen auch nochmal umgestellt auf täglich. Also ich bin jetzt täglich dabei. Dieses hier ist das halt in Igne Bene, wo ich dann nicht so ohne weiteres hinkomme. Aber da muss ich mal schauen, ob es da ein System gibt, was in der Nähe von diesem System ist hier. Und da vielleicht auch nochmal versuchen zu scannen. Nach Wurmlöchern. Und vielleicht haben wir Glück. Und wir finden dann immer wieder dann den Eingang, wenn wir das brauchen. Ich meine gesehen zu haben, dass es im Triglavian-Raum Stationen gab. Und zwar ja die Systeme hier, die vorher... Dieses war, glaube ich, 0,5 oder so. Das muss man mal sehen. Ich werde aber off-cam weiter schauen, dass ich da irgendwie mal hinkomme. Und ich werde mir auch ein vernünftigeres Schiff besorgen. Oder eins unserer Schiffe nehmen. Vielleicht die Leschak. Vielleicht ist sie gar nicht so verkehrt dafür. Ich muss halt da nur Drohnen draufpacken und noch mal ein bisschen üben mit dem Kämpfen, weil das mit dem Abstand, das habe ich noch nicht so drauf. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Das wird schon. Meine Belohnung, habe ich die schon abgeholt? Machen wir gleich. Nö, habe ich noch nicht. Weiter geskillt habe ich auch. Und zwar auch um diese Ikitursa zu fliegen. Da habe ich überlegt, ob ich vielleicht mit der in den Raum reinfliege. Das muss ich nur mal sehen, wenn ich die zusammenkriege. Aber ich weiß nicht, ob ich da Platz für Werfer habe für die Sonden. Das muss ich mal sehen. Was wollte ich jetzt schauen? Habe ich jetzt vergessen. Ja, Planet Management habe ich auch einmal leer gemacht hier. Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen was auf der Bank. Beziehungsweise an Materialien. Das will ich nach Jita hochkarren und dort verkaufen und für die Ausstattung der Ikitursa nutzen. Die liegt ja noch in Jita rum.
Und mir fehlte da aber, glaube ich, noch ein Skill. Da muss ich nochmal nachsehen auch. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde nochmal unseren Orca einladen. Blitzeblank. Werde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich hab mich nur gewundert, was ist säubern? Kann man da dann sein Ding zurück resetten oder was? Und auf einmal war es so, ja, da war der Orca sauber. Blitzeblank. Ich habe das mal in mehreren Schiffen ausprobiert. Den Skiff habe ich, glaube ich, auch sauber gemacht. Ja, der ist auch sauber. Witzig, echt. Den hatte ich, glaube ich, auch noch sauber gemacht. Ist der sauber oder dreckig? Wir können ja mal kurz klicken, aber ich glaube, der ist sauber. Da hatte ich das schon ausprobiert. Säubern? Nö, der ist sauber. Fand ich lustig. Werde ich halt nicht mehr machen, weil Raumschiffe müssen dreckig sein, finde ich. Die müssen Belag haben, Patina. Weiß nicht, ist das auch so ein schmuddeliges? So, egal. Ja, ich werde das jetzt noch machen. Deutsche Hilfe schaffen, schauen wir mal nicht rein heute. Die haben, obwohl mir da derjenige geholfen hatte, der mir das System verraten hat, da bin ich auch hin. Ich muss noch mal kurz gucken. Nee. Nein, war es nicht. Nee, das ist viel zu weit weg. Das ist das gewesen, meine ich, ja. Von den, wie viele Sprünge sind das denn? Oh. Das war Botane. Also ich bin mir jetzt relativ sicher, dass das Botane war. Das ist das System, wo man wohl die große Chance hat, Wurmlöcher zu finden, die in den Triglavin-Raum gehen. Das werden wir in der nächsten Folge ausprobieren. In der nächsten Folge habe ich ein Schiff fertig, was wir nutzen können, um dahin zu fliegen und einigermaßen standfest sind. Ich werde wahrscheinlich die LeChuck nehmen, die ist gut versichert. Und glaube ich jedenfalls. Mal gucken, Info, wie lange noch? Ja, noch 60 Tage knapp. Dann machen wir das einfach mal. Und düsen mal im Triglavin-Raum rum. Ich bin heute irgendwie total kaputt. Und dann schauen wir uns den Triglavin-Raum mal an. Ich habe zumindest schon mal die Chance gefunden, dass man oder die Erkenntnis gewonnen von mit Hilfe von anderen und auch nachlesen, dass es wirklich möglich ist, auch ohne diese Teile da reinzukommen. Und das ist schon mal sehr schön. Und damit würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt mal eine lange Folge mit ein bisschen Rumgequatsche und Gegucke. Aber ich hoffe, es lohnt sich dann für die nächste Folge oder den nächsten Stream. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich auch einen Stream von. Wir werden sehen. Also, schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schöne Zeit, ruhige Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.